Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute mit einem ganz besonderen Schiff und zwar dem deutschen Tier 10 Kreuzer Hindenburg, gespielt von Tropentoni. Vielen Dank an dieser Stelle, dass du mir das Replay geschickt hast und in guter alter Alcaramba-Manier wird am Anfang kräftig gespult, weil ihr wisst ja, die ersten paar Minütchen sind immer die unspannendsten. Danach geht's aber ordentlich zur Sache und wir kriegen jetzt, glaube ich, gleich schon Action. Ja, da auf die New Orleans. Da bleiben wir natürlich direkt jetzt direkt im Spiel. Und wir sehen, 3 Minuten konnten wir überspringen. Und ja, 6 Zieltreffer direkt. Sehr ordentlich. Volle Fahrt voraus. 31,4 Knoten läuft das gute Stück. So, und hier will er gleich mal seine Torpedos ins Ziel bringen, aber das wird wohl nichts werden. Aber er schießt sie trotzdem mal Proxy. Kann ja sein, dass da was käme. Er spielt die Hindenburg mit Sonar, wie man da sieht. Und jetzt ist er da gerade hinterhalb der Inseln. Und gerade hier vorne die Stelle, die ist immer sehr belebt. Da muss man wirklich aufpassen. Nicht, dass man da doof einem Gegner in den Schuss fährt. Gerade die Hindenburg ist ja jetzt ein gutes Schiff, so gesehen. Allerdings auch sehr weich. Also man kriegt da schon mal gern die ein oder andere Zitadelle ab. Aber scheinbar ist hier gar nichts. So sieht es zumindest aus. Ah, jetzt ist offen. Rechte Hand die Ibuki. AP ist geladen. Ibuki fährt schön seitlich. Das könnte in der Tendenz schon direkt spaßig sein. Kugeln kommen gar nicht schlecht. Ja, 3 Zitadellen. Und da kommen die nächsten ein bisschen zu weit vorne. Da hat die Ibuki wohl ein bisschen gebremst. Deswegen jetzt da den nächsten. Jetzt dreht sie bei. Er wird aber auch hier kräftig aufs Horn genommen. Dreht dementsprechend jetzt auch bei. Könnte sogar schon reparieren. Macht es auch. Und jetzt geht's auf die New Orleans. Alle drüber, drunter, daneben, links, rechts. So, jetzt alles erstmal zu. Er selber ist noch offen, muss also da aufpassen. So wie man hier liest, entdeckt, it's a trap. Ja, ich mag das Sixth Sense Icon. So, die Fubuki gar nicht weit weg. Was ich das Schöne ist, ist die Flugbahn der Granaten hier bei der Hindenburg. Sehr angenehm. Da kann man auch mal gern und gut dementsprechende Zerstörer bekämpfen damit. Aber in dem Fall hat er jetzt leider kein Ziel, auf das er schießen kann. So, wenn er jetzt hier gleich rumkommt, aber auch das ist alles zu weit weg für ihn, was da hinten gerade kreucht und fleucht. Da hat er leider keine Chance drauf zu gehen. Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Die kommen aber langsam peu à peu rein, weil die Gegner so gesehen haben hier ja noch keine Probleme mit seinem Team, weil das Einzige, was er da hat oder was der Gegner da hat, ist die Kakaro. Ansonsten käme da in erster Instanz ja mal nichts. Das heißt, die könnten da ungehindert reinfahren. Und er fährt hier mit 3/4 Kraft, also so mit letzter Entschlossenheit ist er da auch noch nicht wahrscheinlich mental
am Werk, dass er sagt, oh, ich habe da richtig Bock auf die Ibuki, auf die New Orleans und auf die, was haben wir da denn noch? Die North Carolina. So, jetzt hat er schön abgewartet, bis die Ibuki beidreht. Ich bin gespannt, wie die jetzt kommen. Alle Wasser. Das gute alte Schiffe versenken, alle Wasser. Das könnte knapp werden, weil die. Ja, genau. Eben dieses Thema der Bewegung und der Ballistik ab und an sehr vorteilhaft, wenn sie niedrig fliegen, weil einfach schnelle Fluglaufbahn und Flugzeit bis zum Einschlag. Ab und an hätte man es gern ein bisschen bauchiger, dass man so jetzt so einen Hit macht wie jetzt auf die Ibuki eben. So, ein Flugzeug weniger im Spiel. Natürlich wird er die Torpedos jetzt nicht zünden, aber es ist auch immer ganz schön, so damit zu sehen, wohin der Gegner fährt, wie schnell er fährt. Damit kann man so ein bisschen das so abpassen. Man weiß schon, auch wenn man es noch nicht sieht, wie sich der Gegner bewegen wird. Also auch dafür Torpedos an dem weißen Strich kann man sich da schon schön orientieren. Aber die North Carolina, die. Nee, oder? Bei 147 hört sie auf. Ja gut, dann wird er wahrscheinlich den Abschluss machen. Jetzt beschleunigt er auf Full Throttle. Also jetzt ist volle Fahrt voraus angesagt. Wenn er jetzt hier gleich rumkommt, hat er massig an Gegnern. Also so ruhig die Runde bisher war mit. Überschaubaren in Anführungszeichen, in Anführungszeichen 20.000 Damage. So spaßig können es jetzt hier um die Ecke gleich werden. So, die North Carolina dürfte er jetzt gleich beschießen können. Da ist er auch schon. Da muss er auch nicht viel machen. Da würde ich auch den schnellen Schuss suchen. Weil sonst einen davon noch fangen ist einfach mehr als unnötig. Da hinten, ernstzunehmender Gegner, Des Moines. Oder jetzt auch die Ibuki. Schön die Breitseite jetzt. Jetzt kommt er perfekt drauf. Schade, noch keine Zitadelle. Ich muss nur aufpassen, jetzt hat der Gegner den gleich, aber er dreht schon ein bisschen bei. Nochmal. Und jetzt sehr gut. Wieder eine Zitadelle weg. 4000 hat er noch. Der Reload kommt. Und kommen sie an und machen ihn weg. Nein, noch nicht ganz. Er hat noch 405 Hitpoints. Unglaublich. Damit zu überleben, schon fast frech. Aber jetzt ist er erledigt. Hat auch Gott sei Dank mit den letzten Granaten nicht mehr viel Schaden angerichtet. Also alles überschaubar. So, ich glaube, hier wird es jetzt gerade wieder etwas ruhiger, oder? Kommt auch die Des Moines? Ne, die ist gerade hinterhalb. Ein bisschen schneller können wir es mal vorlaufen lassen. Ja, da hat er sogar noch eine Ibuki. Und da hat man jetzt die Torpedos fast übersehen, dass die Ibuki, die Fubuki hier gerade die mal da abgelassen hat. Aber man hat gesehen, er ist gut ausgewichen. Dementsprechend hat ihn da keiner ereilt. Und jetzt kann er sich der Fubuki annehmen. Hier nochmal Torpedos, aber die stören ihn nicht. Da hat er gut seine Fahrt reduziert. Das Sonar hat man ja auch gesehen, war auch aktiv. Jetzt fährt es da in den Rauch wohl rein. Nochmal ein Hit und jetzt ist er im Rauch und ist damit erstmal weg. Sonar auch nicht mehr am Start. Jetzt steht sie da. Nee, ah, Replay-Bug, fahrt doch weiter. Hab schon gedacht, es wäre ja auch massiver Verfall der Geschwindigkeit gewesen, aber ich glaube, die Tage der Fubuki sind gezählt. Das dürfte eigentlich eine recht klare Sache sein. Die Sekundären schießen auch und ja, aber die Primäre, die macht's weg. Gegnerischer Zerstörer Jetzt nur versenkt. die Fahrtrichtung ein wenig verändern, ja genau.
dass man auch ganz sicher da keine Probleme hat mit etwaigen Torpedos. Und jetzt kommt hier die Nemoin, die ist auf vollem Konfrontationskurs zu ihm. AP ist geladen, die Türme drüben braucht er jetzt hier auf die eine Seite, hinten fehlt er nämlich noch. Und jetzt kommt er auf die Nemoin drauf, die waren allerdings Abpraller. Und jetzt dreht sie aber schön rein, perfekt reingedreht für ihn, weil die Nemoin irgendwie noch nicht wirklich auf ihn achtet. Sehr niedriger Schaden, aber die Nemoin geht da nur auf den Zerstörer. Da kann er schon mal die erste Zitadelle anbringen. Und man sieht jetzt, dass, glaube ich, die Türme mal in seine Richtung drehen, aber da hat er einfach schon guten Schaden anbringen können. Also bisher ist da die Dämonen sehr passiv. Jetzt bekommen da auch noch Torpedos. Mal schauen, ob die denn treffen. Hat sie da auch nochmal einen dicken Hit bekommen. Zwar nicht von ihnen, aber jetzt dreht sie wieder rein. Und jetzt bekommt er die ganze Flanke. Aber da macht er gerade gar nicht so viel draus, wie ich es erwarten würde. Ist eigentlich eine super schöne Position. Jetzt aber. Ja, 6000. Noch einmal und dann ist es da Geschichte. Die Nemoin hat da sich gedacht, ach, es ist doch nur eine Hindenburg. Was soll denn die schon machen? Ja, macht seinen vierten Kill. Ganz einfach. So, da vorne die New Orleans. Und auf ihn zu kommt da die Yamato. Das Monster. Und hier mit der Zitadelle auf die Distanz lässt die Krake frei. Sehr schön. Jetzt kommen wir mal wieder zum alten deutschen Thema. Entweder HE oder AP. Wir werden gleich ja sehen, wenn er jetzt trifft, wie viele AP-Schaden er drauf machen kann. Aber 6 Hits und 1100, also definitiv würde ich da die HE-Munition laden. 2 Hits, kein Durchschlag. Jetzt, wenn er so reindreht, da kann man wieder ruhig mal auf AP wechseln, auch wenn die Yamato schon in Brocken ist. Aber wir werden gleich sehen, da dürfte er deutlich mehr Schaden machen als die ganze Zeit mit den Tausendern. Da, 5000 nämlich. Das einzig und allein mit den vorderen Türmen, weil die hinteren sind noch gar nicht so weit, dass er mitschießen. Er fährt aber prinzipiell sehr drauf zu. Dicker Hit von der Yamato. 6 Kilometer. 8000 Damage macht er hier nochmal. Er selber repariert. Heilen kann er gerade nicht leider. Aber jetzt dürfte er sie wegmachen. Macht auch die weg. Der 6. Kill. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. So, und da jetzt noch die North Carolina. Also man sieht AP-Munition, wenn die Schiffe und selbst Schlachtschiffe so die Breitseite zeigen, ruhig nutzen. So, aber wenn sie jetzt so frontal kommen, würde ich persönlich eher Richtung HE raten. So, jetzt will die North Carolina wieder alle Kanonen ins Spiel bringen. Kriegt jetzt hier gerade auch den Unterstützer. Und jetzt kann er wieder schön auf die Seite wirken. Großkaliber mittlerweile. Also er holt sich so jetzt wirklich jede Medaille, die es so gibt. Too bad you're a cheater, schreibt er. Aha. Naja, du kannst es hier sehen, dass er nicht cheatet. So, und jetzt nimmt er auch
den raus. So, jetzt nur noch die Tirpitz im Rennen. Yes, a cheater. It's impossible for a cruiser to kill two battleships without cheating. Also, es ist natürlich nicht unmöglich für einen Kreuzer zwei Schlachtschiffe rauszunehmen. Und auch Zitadellen von vorne ist nicht so einfach. Aber man sieht natürlich, die Gemüter kochen immer mal wieder hoch. Jetzt hier nochmal die Hits auf die Tirpitz. Tirpitz ist auch für AP-Munition von der Seite sehr angenehm. Also übrigens, den Cheat will ich sehen, der das schafft, dass das so zu Ende geht. Jetzt muss ich hier leider das Spiel abwürgen. Es dauert noch 4 Sekunden, wenn die Zeit vorübergehen würde, dann wäre das Ganze beendet. Aber wir sehen oben, das wird durchgekappt. Also von dem her hoffe ich, es hat euch gefallen. War eine sensationelle Runde mit in Summe, was waren es, knapp 170.000 Schaden. Also wirklich sehr nice, tolle Runde gefahren. 7 Kills, mehr als zu Recht. Ein Replay, das ich zeigen konnte. Ja, ansonsten, wie ihr das selber auch zeigt, unten in der Videobeschreibung gibt es eine Möglichkeit, wie man Replays aktiviert und einfach alle Screenshots der Endauswertung samt dem Replay mir schicken an icaramba@wg-news.com. So, vielen Dank, lasst einen Daumen da, bis zum nächsten Mal, euer Icaramba.